Du hast dich für die Closed Alpha von Ford registriert, doch leider keinen Key bekommen. Trotzdem willst du natürlich endlich wieder dein geliebtes Paragon spielen. So wie ich, so wie wir alle. Sicher regt dich jetzt der Gedanke, dir einfach einen Key für den Early Access zu kaufen. Davon muss ich dir jedoch abraten, bevor du nicht alle Punkte in deine Entscheidung einbezogen hast, welche ich dir jetzt aufzähle. Worüber du dir bei deinem Kauf im Klaren sein musst und wie du trotzdem so schnell wie möglich endlich wieder in eine Runde Paragon springen kannst, erfährst du in diesem Video. Hey Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin der Chris und ihr seht Sharks. Natürlich wartest du, genau wie wir alle, die Paragon zu spielen geliebt haben, wohl verzweifelt darauf, endlich eine Neuauflage, ein Paragon 2 testen zu können und endlich wieder mit deinen guten alten Lieblingshelden Agora unsicher zu machen. Wie dir wohl bekannt ist, hat Strange Matter Studios, das Entwicklerteam von Ford, über die letzte Woche über 1000 Keys, um Zugang zur Closed Alpha ihres Spiels zu erlangen, über E-Mails und Twitch-Streamer zufällig an ein paar glückliche Paragon-Fans vergeben. Selber nicht einer dieser glücklich ausgewählten, nur kleinen Hand von Leuten, die sich registriert haben zu sein, füllt viele sicher mit Frustration. Doch dies ist nicht der einzige Weg, Zugang zur Alpha von Ford zu erlangen. Auf der Indiegogo-Seite des Entwicklerteams kann man gewisse Pakete kaufen, um, mit Ausnahme eines Pakets, einen oder mehrere Keys für die Alpha zu erwerben. Also kurz, man kann sich und seine Freunde in das Spiel reinkaufen. Klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen blöd, da das Spiel ja eigentlich kostenlos sein soll bzw. war und alle anderen Alpha-Tester ja auch kostenlos in das Game gekommen sind. Und genau da kriege ich und solltest auch du Bedenken kriegen. Ich zahle doch nicht 50 Euro für ein Spiel, das es noch nicht einmal gibt. Hier macht es aber einen wesentlichen Unterschied, dass diese Pakete nicht für ihren Wert oder ihren Inhalt verkauft werden. Hä? Du musst dir als Käufer im Klaren sein, dass erstens, wenn du dich entscheidest, ein Paket zu kaufen, du eigentlich nicht für das Spiel bezahlst bzw. den Zugang zum Spiel, sondern den Entwicklern eine Spende gibst. So haben sie schließlich die Webseite auch aufgebaut. Es geht hier um Funding. Wer Bock hat, die Entwickler zu unterstützen, finanziell, damit sie das Spiel schneller und besser mit professionellen Angestellten und Ähnlichen entwickeln können, der soll sich gerne eins der Pakete kaufen. Wenn du aber, zweitens, dir ein Paket kaufen möchtest, weil du den Key darin haben möchtest, um endlich zocken zu können, dann solltest du dir auf jeden Fall über die folgenden Dinge bewusst sein. Das ist es wahrscheinlich nicht wert. Jetzt sagst du vielleicht, hallo, die bringt Paragon zurück, ich will endlich wieder das Spiel, natürlich ist es das wert. Aber auf den Preis bezogen, ich kann dir nämlich nur raten, es vielleicht mal so zu sehen. Würdest du, wenn es sich nicht um ein Paragon 2 handelt, fast den Preis eines AAA-Titels für ein Spiel ausgeben, das bei weitem noch nicht auf diesem Niveau eines Spiels ist, einfach weil sie ein kleines Team und noch relativ früh in der Entwicklung sind, und dass es noch nicht einmal gibt? Sie haben natürlich schon ihre Pläne für 2020 mit der Community geteilt und es sieht aus, als würde Großes auf uns zukommen und ich bin da auch echt optimistisch. Aber im Moment haben wir nur ein paar interne Tests gesehen und die Closed Alpha war erst an einem Wochenende spielbar und da sah sie auch noch nicht großartig anders aus als in den Tests. Für das nächste Alpha-Wochenende haben sie zwar schon geplant, einige neue Dinge einzufügen, wie zum Beispiel das neue HUD und den neuen Item Shop. Wann der Early Access erscheint, wissen wir aber auch noch nicht genau und ob das Spiel überhaupt wirklich was wird. Wäre dem nicht so, hättest du nämlich etwa das Geld einfach weggeworfen, das du sonst für ein anderes, sicheres und qualitativ viel hochwertigeres Spiel oder etwa 10 Döner ausgeben hättest können. Ich will damit das Spiel und das Entwicklerteam keinesfalls schlecht reden. Ich fände es bewundernswert, was sie bereits geschaffen haben und wie sie durch ihre Arbeit uns, die gesamte Community und Paragon, näher gebracht haben, unser verlorenes Lieblingsspiel endlich wieder zu haben. Ich möchte aber trotzdem diese Bedenken mit euch teilen, bevor ihr euch entscheidet, in die neuen Entwicklungen zu investieren. Da das Ganze einfach noch recht unsicher sein kann, gerade für junge Leute wäre es schade, in das falsche Game zu investieren. Viele Paragon-Fans sind eben auch noch Kinder. Wenn du natürlich die Patte hast und einfach mal zocken möchtest, dann steht dir natürlich nichts im Weg. Drittens will ich anmerken, dass es auch sehr riskant ist, in das Spiel zu investieren, wenn du dir damit erhoffst, dass das Spiel schneller auf die PS4 kommt. Der Großteil der Playerbase von Paragon hat eben nur mal auf der PS4 gezockt und deswegen stehen dort wohl auch die meisten Erwartungen. Ob und wann ein Paragon 2 Game es auf die PS4 schafft, steht jedoch im Moment noch relativ in den Sternen.
Dazu werde ich demnächst aber auch noch ein genaueres Video hochladen. Also wer Bock hat, das Entwicklerteam zu unterstützen oder einfach zocken will und für den das Geld nicht schade ist, der kann gerne, ja ist sogar dazu aufgerufen, sich eins ihrer Pakete zu kaufen. Ich selber werde mir, nachdem ich mir jetzt die erste Alpha-Footage angesehen habe, wahrscheinlich auch den Early Access Key kaufen, bin aber trotzdem sehr gespannt auf die kommenden Neuigkeiten von Predecessor. Yup, diesem Game solltet ihr auch unbedingt mal wieder eure Aufmerksamkeit schenken. Wenn du mehr solcher informativen und erläuternden Videos zu allen Paragon 2 Games in Zukunft von mir sehen möchtest, dann abonniere doch diesen Kanal. So verpasst du nichts mehr und erfährst als erster, wie es so darum steht, wann du endlich wieder unser aller Lieblingsspiel zocken kannst. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ich konnte dir helfen. Ich bin raus, also so wie immer, danke fürs Einschalten und hab noch einen wundervollen Tag.